Ja, hallo. Heute haben wir in der Industriemesse den Jakob zu Gast bei uns im Studio. Hi, ich bin der Jakob von Pinion. Pinion gibt es seit circa 11 Jahren und ist in der Fahrradbranche. Bisher hauptsächlich mechanische Produkte im Bereich Zentralgetriebetechnik. Das ist eine Schaltung fürs Fahrrad, die im Tretlager sitzt. Letztes Jahr haben wir eine Teilelektrifizierung vorgestellt und dieses Jahr haben wir einen E-Bike-Antrieb vorgestellt mit integrierter Schaltung. Also der E-Bike-Antrieb, der hat zwei Motoren, einer zur Unterstützung für den Fahrer und einen zum Schalten von den Gängen. Und das Ganze sieht so aus. Ich habe das hier mitgebracht, alles hoch integriert und ja, kann man dann auch lustige Spielereien implementieren, wie zum Beispiel eine Automatikschaltung. Da haben wir ganz viele Funktionen. Ja, cool, klingt cool. Und was macht denn euer Unternehmen so attraktiv für Studierende? Weil ihr seid ja heute hier, habt einen Stand. Was ist denn das Attraktive dran für, weil ich denke, das sind Studierende genau richtig bei euch? Also was bei uns immer der Fall ist, dass man wirklich sehr nah am Endprodukt dran ist. Also wir verkaufen keine Fahrräder, aber wir verkaufen die Antriebe und wir haben immer wieder Kunden da. Wir müssen immer wieder Test fahren. Also wenn man dann eigene Funktionen entwickelt, sei es in der Software oder in der Hardware oder in der Mechanik, dann kann man die Sachen meistens gleich ausprobieren. Wir haben einen Pool an Fahrrädern, an Testfahrrädern, wo Kilometer drauf gefahren werden müssen, um unsere Produkte zu testen. Die kann man auch ausleihen, mit denen kann man zum Beispiel zur Arbeit pendeln. Und das ist wirklich sehr attraktiv. Ja. Kurze Randfrage, wo habt ihr denn hier euren Firmensitz? Wo seid ihr denn? Genau, wir sind in Denkendorf, dort im Industriegebiet. Wir haben ein eigenes Gebäude für uns seit so circa 2 Jahren. Das wurde extra renoviert für uns. Das ist also wirklich alles sehr angenehm. Es gibt einen Bereich, wo man sich was zu essen machen kann für mittags. Und es gibt immer wieder von Mitarbeitern ja, kleine Ausflüge, zum Beispiel jeden Donnerstag organisiert einer eine Fahrradausfahrt, da kann man sich dann anschließen, ja, und direkt vom Firmensitz losfahren. Klingt ja cool. Und wie ist es bei euch denn mit Vereinbarkeit von Job und Familie, Freizeit? Stichwort Work-Life-Balance. Genau, also ich habe ja schon eigentlich das Hauptding erwähnt in der Fahrradbranche. Also was man immer machen kann, ist Fahrräder ausleihen. Das ist, also es bringt einen hohen Freizeitfaktor. Man ist auch flexibler, wenn man mal von der Arbeit irgendwie los muss und man hat der Bus ist weggefahren, dann könnte man sich vielleicht kurzfristig ein Fahrrad leihen. Ja, man kann, es gibt verschiedene Modelle, das muss man natürlich immer individuell ausmachen. Ich habe auch eine Zeit lang Teilzeit gearbeitet, wo ich auf meine zwei kleinen Kinder aufgepasst habe. Das ist durchaus drinne. Ja, muss man immer individuell betrachten. Ja. Ja, also wie gesagt, wir sind in der Freizeitbranche zu Hause. Manchmal muss man tatsächlich auch einfach Probe fahren gehen mit dem Fahrrad. Und ja, Das klingt ja wird cool, dafür ja. bezahlt als Entwickler, ja. Und was braucht ihr denn gerade besonders? Habt ihr auch Werkstudenten, Praktika, Bachelorarbeit, die ihr bei euch dann im Haus habt? Ja, genau. Also wir sind immer auf der Suche nach Praktikanten. Wir sind da flexibel, ob das jetzt eine Abschlussarbeit ist oder nur ein Industriepraktikum. Wir suchen hauptsächlich in drei Bereichen. Das ist in der Software, das wäre Richtung Embedded Softwareentwicklung, in der Hardware. Ja, Elektronikentwicklung und dann im Mechanikbereich haben wir auch immer offene Stellen. Der Mechanikbereich ist der größte Bereich, das sieht man auch an unserem Produkt. Da gibt es einerseits viel zu tun, was unsere Schaltmechanik angeht, also Zahnräder, neue Schaltmechaniken ausprobieren und das andere große Feld ist die Gehäusetechnik. Da gibt es auch immer wieder Sachen, ja, wo man einfach Werkstudenten braucht, die unterstützen können. Ja, in der Elektronik, da wo ich herkomme, kann ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Da haben wir hauptsächlich zwei Bereiche. Das eine ist die Leistungselektronik, ja, weil wir natürlich zwei Motoren haben, die wir betreiben müssen. Und die andere große Thematik, die ist Sensorik, also Drehmomentsensorik. Hauptsächlich gibt dann auch noch ein bisschen Drehgeber, aber hauptsächlich Drehmoment, weil wir quasi das Fahrerdrehmoment aufnehmen müssen und daraufhin den Verstärkungsfaktor bestimmen. Also es ist wirklich ein zentraler Bestandteil. Ja. Ja, dann vielen Dank und noch einen erfolgreichen Tag wünsche ich dir und deiner Crew am Stand. Ja, vielen Dank.